So sehen sie aus, die täglichen Abläufe im Universitätsklinikum Mannheim. Zwischen 1.000 und 2.000 Patienten werden hier pro Tag behandelt. Nicht selten wandern diese zwischen verschiedenen Stationen hin und her. Eine von ihnen ist heute Sarah Kriesel. Sie stellt sich für eine OP vor. Doch wie stellt man sicher, dass Frau Kriesel während ihrer Reise durchs Klinikgebäude auch die richtige Behandlung bekommt? Ich brauche nur ein paar Unterschriften von Ihnen. Frau Kelidou von der Same Day Surgery nimmt die Anmeldung entgegen und sorgt dafür, dass Frau Kriesel im Computersystem vermerkt ist. Und dann der wichtigste Schritt. So, Sie kriegen jetzt ein Armbändchen. Den Arm, da sind alle Ihre Daten. Genau. Auf dem Armbändchen steht ein Barcode mit dem Geburtsname, Name und Station. Für Frau Kriesel geht es jetzt in den OP. Während sie sich umzieht, kümmert sich Frau Kelidou um die persönlichen Gegenstände. Denn auch die werden markiert und dann später auf Station gebracht. Hallo. Nächster Halt, die Schleuse. Hier findet nun die Übergabe der Unterlagen statt. Und dann kommt das Armband wieder zum Einsatz. Der Mitarbeiter überprüft noch einmal, ob es sich hier wirklich um Frau Kriesel handelt. Nur wenn alle Daten passen, darf sie weitergehen. Während Frau Kriesel in den OP geschoben wird, wird auf der Neurologie eine Patientin zum MRT geschickt. Auch hier spielt das Armband eine große Rolle, denn oft kommt es vor, dass Patienten nicht ansprechbar sind. Das weiß auch der Oberarzt Dr. Held. In der Neurologie haben wir eben viele Situationen, in denen wir Eingriffe machen oder Medikamente geben müssen, die auf einen bestimmten Patienten zugeschneidert sind und eben auch nicht einem anderen Patienten gegeben werden dürfen. Umso wichtiger ist es eben, dass wir uns ganz sicher sein können, dass der, was immer wir machen, auch beim richtigen Patient landet. Vor dem Abholen aus dem Patientenzimmer wurde das Armband zum ersten Mal kontrolliert. Hallo, Kollege. Hallo. Bei der Übergabe wird dann ein weiteres Mal nach dem Armband geschaut. Da muss ich einmal checken, ob das alles gut ist. Ja, perfekt. Dann bis gleich. Alles Gute Ihnen. Eine große Rolle spielt das Armband auch in der Notfallambulanz. Wichtig ist hier, dass die Patienten das Armband schnellstmöglich angelegt bekommen. Weil bei uns werden sie eben oft zu Untersuchungen gebracht, dann wieder zurückgebracht in die Notaufnahme. Wir haben sehr viel mit bewusstseinsgetrübten Patienten zu tun, die eben dann auch Namen und Ähnliches nicht wiedergeben können. Und da ist natürlich die Identifikation über das Armband extrem wichtig. Doch was, wenn ein Patient doch einmal kein Armband umhat? Also wenn der Patient kein Armband trägt, dann haben wir die Möglichkeit, über das SAP eins auszudrucken und ihm das dann neu anzulegen. Wir kontrollieren das täglich. In unserer SOP steht es drin, dass wir so eine Art Zimmercheck machen müssen und das ist ebenfalls ein Punkt davon. So wird sichergestellt, dass jeder Patient die für ihn richtige Behandlung bekommt, damit er schnell wieder nach Hause entlassen werden kann.